Sie haben selber das Thema Rüstungsindustrie angesprochen. Jetzt gibt es ein Dossier des EU-Parlaments zu den verschiedenen Meinungen zum nächsten Ratstreffen der EU. Und da wird sehr, sehr ausdrücklich gefordert, dass im Sinne der gemeinsamen Verteidigungspolitik eine gemeinsame Rüstung notwendig sei. Rüstungsausgaben, gemeinsame Kampfverbände. Wieso geht diese Entwicklung einer Militärunion so schnell und so wenig beachtet von der Öffentlichkeit vor sich? Ja, weil man sieht ja, dass das zusammenpasst. Hier Erzeugung von Feindbildern, insbesondere Russland. Dort Forderung nach Rüstungsausgaben. Das passt schon zusammen. Ja? Das ist Lobbying. Lobbying der Rüstungsindustrie, die schlicht und einfach neue Investitionen braucht. Und die ich offensichtlich auch bekommen soll. Und dazu dient dann die sogenannte Verteidigungsunion. Und daher halte ich es wirklich für skandalös, welche Berichte hier bereits beschlossen wurden. Ich bin dann entsetzt auch darüber, dass keine Medien draufgesprungen sind bisher. Es wurde nichts weniger verlangt als die Weiterentwicklung der Europäischen Union zu einer Verteidigungsunion. Was heißt das? Das heißt, dass irgendwelche militärischen Autoritäten bestimmen, wo wir Feinde haben, in Mali, in Libyen, in Syrien oder am Hindukusch. Und dann haben wir Soldaten und Rüstungsgüter zu stellen und Ausgaben mitzutragen für diese sogenannte gemeinsame Verteidigungsunion. Das ist für einen neutralen Staat wie Österreich vollkommen inakzeptabel. Und es wäre Pflicht jedes Abgeordneten hier draußen gewesen, den österreichischen Standpunkt auch durchzudrücken. Stattdessen ist der Herr Karas hergegangen und hat sogar noch einen eigenen Verteidigungskommissar verlangt. Stattdessen hat die gesamte ÖVP-Mannschaft hier für diesen Bericht gestimmt, und den Beschluss mitgetragen, eine Verteidigungsunion zu schaffen. Und was ich für besonders skandalös halte, ist, dass sogar die beiden freiheitlichen Vertreter dort mitgestimmt haben. Bei einer namentlichen Abstimmung, schwarz auf weiß, sie haben die Forderung nach Schaffung einer Verteidigungsunion mit unterstützt, während der Strache in Österreich so tut, als ob er die österreichische Souveränität verteidigen will. Kritiker Ihrer Ansicht würden jetzt sagen, es gibt sowieso keine Neutralität mehr in Österreich und zudem sei es ja gut, in der Welt Verantwortung zu übernehmen, wichtig, sich über die EU an NATO-Projekten zu beteiligen. Ja, das ist Euphemismus und sonst gar nichts. Es soll schlicht und einfach die Tatsache kaschieren, dass man Soldaten, auch aus Österreich, Rüstungsausgaben, auch mit österreichischen Steuergeldern und den Aufbau eigener Streitkräfte machen möchte, im Rahmen einer sogenannten Verteidigungsunion, wo dann andere entscheiden, gegen wen man Krieg führt und gegen wen nicht. Diese souveräne Entscheidung möchte ich unter keinen Umständen als Österreicher aus der Hand geben. Und ich möchte als österreichischer Abgeordneter daher das Institut der Neutralität jetzt wirklich aktiv verteidigen. Und es war wirklich auch viel Gespür der Bevölkerung, dass sie sich bisher die Neutralität nicht haben nehmen lassen. Man hat ihnen lange genug eingeredet, dass die Neutralität Teil der österreichischen Identität ist. Jetzt zeigt sich, dass es gut war, sie zu erhalten. Weil jetzt ist die Neutralität zumindest eine verfassungsrechtliche Schranke, dass nicht jeder von den österreichischen Wahnsinnigen hier auch noch mittun kann, uneingeschränkt. Ich sage es noch einmal, ich halte es bereits für Skandal genug, dass es Leute gibt, die einen Verteidigungskommissar verlangen. Ich halte es bereits für Skandal genug, dass es österreichische Abgeordnete gibt, die mir so etwas mitstimmen, anstatt Widerstand zu leisten. Der Verfassungsgerichtshof würde es wahrscheinlich nie zulassen. Aber auf den Verfassungsgerichtshof braucht man gar nicht hoffen. Der österreichische Verfassungsgerichtshof hat im Gegensatz zum deutschen Bundesverfassungsgericht sich noch nie als besonders mutig erwiesen. Also auf den Verfassungsgerichtshof braucht man nicht hoffen, weil der hat bisher schon judiziert, dass EU-Recht praktisch österreichisches Verfassungsrecht bricht. Und damit bringen sie die Decke über den Kopf und sind schon wieder in Deckung gegangen. Also auf den Verfassungsgerichtshof braucht niemand hoffen. Jetzt gibt es einige Abgeordnete, Befürworter einer Verteidigungsunion, die sagen, es gibt sowieso keinen Krieg in Europa, also ihr seid doch alle narrisch, wenn ihr eure eigenen Militärs behalten wollt. Das bringt auch eh nichts, weil es ja sowieso Frieden gibt. Also zunächst einmal sind wir aufgrund des Staatsvertrages von Wien zur Schaffung eines Bundesheers und einer eigenen souveränen Verteidigung verpflichtet. Der ist von 55, also mittlerweile doch etwas in die Jahre gekommen. Ja schon, aber Staatsverträge können ruhig in die Jahre kommen. Es gibt Staatsverträge mit der Schweiz, die heute noch Grundlage für die Souveränität der Schweiz sind. Etwa der Friedensvertrag von 1648 in Osnabrück und Münster. Ja, das ist die Basis für die Souveränität der Schweiz heute noch. Von 1648. 1648. Aber die Schweizer haben sich das ja erhalten bewusst. Ja, andere Länder haben mit Staatsverträgen kann man nicht so umgehen, als ob die so quasi ein Ablaufdatum hätten, sondern insbesondere der Staatsvertrag von Wien beinhaltet zentrale Bestimmungen der österreichischen Souveränität, beinhaltet auch zentrale Bestimmungen des österreichischen Minderheitenschutzes für ethnische Minderheiten. Und beinhaltet auch die Verpflichtung,
ein Neutralitätsgesetz zu beschließen, dass wir dann souverän am Tag später, nach Inkrafttreten, nach Abzug der alliierten Truppen im Jahre 1955 auch souverän selber beschlossen haben. Ja? Das heißt, das ist nicht ein Spielball, den man sozusagen der Tagespolitik anheimstellen kann. Aber die EU als supranationales Rechtssubjekt wird sich wohl kaum um diesen Staatsvertrag kümmern. Solange nicht die österreichische Politik eben Widerstand leistet. Und ich sage es noch einmal, nichts fürchtet die Europäische Union so sehr wie ein Plebiszit. In dem Moment, wo die österreichische Bevölkerung mobil macht, verliert die Europäische Union. Sie hat fast noch jedes Plebiszit verloren. Und daher warne ich davor, das mit Ignoranz zu übergehen, sondern wir müssen die Frage Verteidigungsunion versus Neutralitätspolitik müssen wir natürlich auf die Tagesordnung zwingen. Und das verlieren die Apologeten dieser Verteidigungsunion, diese Debatte. Das wissen sie auch und deswegen versuchen sie aus den Medien draußen zu halten.